Heiko Maas, hab ich doch auch erwähnt, oder? Da kriegt auch wieder seine 2 Minuten höher. Heiko. Da Heiko wieder. Da hat er doch, was hat er denn gesagt? Naja, sexy Werbung, ne? Ist ja, es geht ja nicht, es ist ja das Geile, wenn man mal so drüber nachdenkt. Es heißt ja nicht, wir dürfen jetzt keine attraktive Frau leicht begleitet zeigen, weil es die Würde der Frau angreift. So sagen sie es uns. Aber warum sagen sie es uns so? Was steckt denn dahinter? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Wobei man natürlich immer noch drüber nachdenken sollte, die Nathalie Werner, die übrigens in dem Film Suck My Dick mitgespielt hat, was die neue Frau vom Heiko Maas ist, weil seine Rische hat er hier mehr. Ne? Die war nackt im Playboy. Also einer, der sich eine Sucht, die im Playboy war, sagt uns jetzt, Sexwerbung ist verboten und verkauft uns das mit der Würde der Frau. Also erstmal bin ich der Meinung, die Frau, die hier 2, 3, 4 Millionen Heidi Klum oder wie sie alle heißen, dafür kriegt, dass er sich in den Bikini dort hinsetzt und ein Bild machen lässt, ich denke mal, die ist nie dafür gezwungen worden. Nach dem Motto, nimm jetzt 3 Millionen oder mir schlagt es durch, genau. Was nicht passiert sei. Ne? Und ich sage jetzt mal, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich bin der Meinung, jeder Mensch sollte selber entscheiden, was gegen seine Würde geht und was nicht, oder? Das sagt doch unser Gesetz aus. Also finde ich es erstmal vermessen, von so einem Menschen zu sagen, bam, das ist gegen die Menschenwürde. Das sollte jeder für sich selber entscheiden. Ich denke mal, ja, sind es wieder religiöse Befindlichkeiten, aber wir müssen uns alle keinen Kopf machen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Ja, ja, Heiko Maas, der Heiko Maas. Nathalie Werner, wie gesagt, googelt mal, sagt mein Dick, war ein Playboy, Bilder sind okay. Aber das Witzige ist, wenn wir gerade mal so bei diesem Thema sind, alle, die uns so vorgaukeln, da bin ich jetzt aber nicht in Gauk, dass mir alles, ich sage das einfach mal so, ich habe heute keine Lust, intellektuelle Worte zu finden, dass wir alle scheiße sind, dass wir Rassisten sind, dass wir Nazis sind, dass wir Assis sind, dass wir Demokratie mit den Füßen treten und einfach nur verkappte Rechtspopulisten sind. Ich dachte, ich gucke Kinderpornos, der Beck ruft sich für 7000 Euro frei, weil er sich Christel reinzieht. Wie heißt der hier, die Schnupfnase? Mensch, ja. Ah. Da hier der eine hier, der auf dem ARD mit den langen Loden, jüdischen Glaubens ist er gerade. Wie heißt er denn gleich? Friedmann. Das ist auch so einer, oder? Ich glaube, mit Minderjährigen war er auch im Bett. Ne? Aber er tritt immer noch im Deutschschutz auf und erzählt uns, dass wir Rechtspopulisten sind und der als Ratner erfunden hat. Maas haut seine Frauen aus, holt sich eine, die im Playboy war und in dem Film mitspielt, die sagt, mein Dick heißt, und sagt uns, dass wir Antidemokraten sind und keine Ahnung von Menschenwürde und Gerechtigkeit haben. Sag mal, was läuft denn hier falsch? Ich war weder mit Minderjährigen schon im Bett, noch habe ich Crystal Meth genommen, noch habe ich Kinderpornos runtergeladen. Gut, ich bin geschieden, aber ich habe sie nicht rausgehauen. Aber, oder? Trotz sowas. Das sind unsere Politiker. Na, ich wollte noch ein bisschen. Dann VW. VW ist ja eigentlich ein bisschen ruhig geworden, ne? Zwickau, ja, Hakenkreuz, hört mir ja gar nichts mehr. Haben sie irgendwie geschafft, politisch totzuschweigen. Wundert mich eigentlich sehr, oder? Dass die Aussage vom Ingo Appelt nie hochgekocht ist. Wie das zusammenhängt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, aber VW ruft auf jeden Fall intern seine Mitarbeiter auf, am 1. Mai, war es der 1. Mai, genau, an Demonstrationen teilzunehmen gegen TTIP. Finde ich schon mal eine sehr gute Sache. Dafür von mir auch, für VW und vor allen Dingen von Herrn Jens Rode von Zwickau, Werk Mosel, einen Applaus. Das ist keine gute Sache, TTIP. Finde ich gut, dass ihr da mal in der Firma sagt, Leute, informiert euch drüber, geht dafür auf die Straße. Am 1. Mai ist übrigens auch der Gabriel in Zwickau auf dem Markt hält eine Rede, Befürworter von TTIP. Sie rufen auch genauso aus, mal auf den Marktplatz zu gehen, weil der Gabriel spricht ja SPD. Der rote Bruder, da müssen wir hingehen, den müssen wir unterstützen. Ja, was soll denn das? Ich rufe meine Leute auf und sage, Leute, geht auf die Straße, TTIP. Und 5 Minuten später, aber denkt dran, der Sigmar spricht auch. Er ist dafür, er unterstützt es. Scheinheiligkeit, das ist Populismus. Applaus! Applaus! Ansonsten, weil wir gerade mal bei Gewerkschaften sind, übrigens VW, IG Metall. Ich habe letztens was Schönes gelesen. Ich sag mal, Rote Psora hat zwar nichts mit Kommunismus in meinem wärmsten Sinne zu tun, aber ich bin heute durch Dresden gefahren, durch so ein, ich nenne es mal Antifa-Viertel, und da ist irgendwo von so einem alternativen Jugendkreis die Adlerstück Rote Psora. Ich musste innerlich ein bisschen schmunzen. Also wenn man so das aktuelle politische Geschehen im Blick hat und dann irgendwas von einem alternativen Jugendkreis redet, da der Rote Psora aufspielt, musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Ansonsten am 29. ganz wichtig, beim Simmel,
Simmel, das ist ein Stolberg neben Morg. Das ist dort, wo wir nicht langlaufen durften, wo wir hier für unser Land auf die Straße gegangen sind, weil wir pro Asyl sind, aber gegen die Verletzung unseres Asylgesetzes, dass wir wirklich Hinz und Kunz auf gut Deutsch gesagt reinlassen. Die hatten damals Security aufgestellt, damit wir nicht durchlaufen können, weil wir alles Nazis und Rechte seien. Das ist der Simmel in Stolberg. Die machen am 29. ein Frühlingsfest, finanziert und gesponsert vom DGB, Deutschen Gewerkschaftsbund, unterstützt von Menschlichkeit aus Tradition, Stolberg. Da müssen wir noch mal hingehen, da gibt es bestimmt eine leckere Wurst. Bitte Schmalz auf die Ohren, kommt vorbei, lasst die Politik daheim, lasst die Banner daheim, geht einfach mal auf dieses Fest. Wie habe ich heute so schön gelesen, da haben sie auch was Schönes gepostet, unsere Menschenfreunde aus Tradition, Menschlichkeit aus Tradition. Ich sage mal, wir suchen ja immer den Vorzeigesyrer. Ja? Also ich sage mal, früher im Dritten Reich haben sie es so gemacht, da wurde der Vorzeigearier genommen. Da war 1,80 groß, hatte blonde Haare, blaue Augen, zäh wie Leder, hart wie Grubstall, schnittig wie Windhund. Vorzeigearier. Brauchte man ja, weil irgendwoher mussten wir ja, wenn man der Rassenlehre aufzieht, eine Abstufung machen. Nach dem Motto, der ist gut, T1 gemustert, nein, hier geht es schon ein bisschen bergab. Dann müssen wir uns mal das Stammbuch genauer angucken. Und heutzutage wird es ja genauso gemacht. Da haben die jetzt eine Aktion gestartet, da waren immer so 30 Sekunden Videos gemacht von syrischen Flüchtlingen. Ne? Wenn ich mir jetzt mal die Videos angucke, das finde ich gut. Ich sag mal, Merkel verfolgt ja auch keinen anderen Plan. Ich sag mal, doof ist sie ja nicht. Sie sagt ja, Türkei, ihr nehmt die Flüchtlinge aus Griechenland zurück, wir kriegen dafür einen Syrier. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist der Plan ja gut. Ich sag mal, Syrien, das ist ja kein dummes Volk. Ne? Dass da ein bisschen Bauschutt dabei ist, das ist aber in unserem Land auch so. Ich sag mal, von 80 Millionen Einwohnern haben wir auch nicht 80 Millionen Akademiker oder Leute, die arbeitswillig sind. Da haben wir auch ein bisschen Ausschuss dabei. Das hast du aber in jeder Gesellschaft. Das ist doch ganz normal. So. Aber Merkel ist nicht dumm. Ein Volk, was auf einem ähnlichen Level von der Kultur her und vom Verständnis her war, wie wir das sind. Syrien war das eins und sagt jetzt, okay, wir nehmen bevorzugt Syrien auf. Weil da natürlich die Chance, wenn ich in den Topf greife, eine Fachkraft dabei zu haben, exponentiell höher ist, als wenn ich sage, okay, ich gucke mal in den verschiedene andere Länder. Ja. Und so machen es natürlich auch die Menschen, die uns sagen, dass wir dumme Rassisten sind. Ne? Da waren halt jetzt 30 Sekunden Clips gemacht von Vorzeige-Syriern, Kriegsflüchtlingen, Flüchtlingen. Ja, es gibt diese Menschen. Das sagen wir euch auch die ganze Zeit. Die gibt es, die müssen herkommen, denen muss geholfen werden. Würde ich genauso wollen. Aber ist es Polizei? Natürlich gibt es diese Menschen, aber das Problem an der Sache ist, hier wird ja wirklich Hinz und Kunz reingelassen. Hier wird ja jeder, der einen syrischen Pass hat, ich glaube, man kennt das. Ich würde mal interessieren, wenn ich bei meinem Pass durchschreibe, Bundesrepublik Deutschland und Syrien drüber schreibe, ob das durchgeht. Keine Ahnung. Nach dem Motto unserer Bedanke. Ihr wisst, was ich meine. Und es werden halt immer diese Vorzeigeflüchtlinge genommen und gesagt, mit damit wird es begründet. Ne? Also. Man müsste eigentlich wirklich mal hier durch unsere Städte, ich wollte gerade Slums sagen, Städte im Umkreis gehen und man müsste sich einfach mal blind welche rauspicken. Ich könnte auch 30 Sekunden Videoclips reinstellen, aber ich glaube, die wären ganz anders. So, finde ich schlimm, dass so populistisch mit dem Thema umgegangen wird. Und was eigentlich auch ganz interessant ist, all das, was uns vorgeworfen wird, machen wir nie, aber die Gegenseite macht's. Sicherlich gibt es einzelne Gruppen. Es gibt bestimmt auch sehr radikale Bürgerbewegungen, die das tun, was uns die Gegenseite vorwirft.